Moin Leute, herzlich willkommen. Ein Regentag und man sieht doch gleich wieder 10 Jahre jünger aus, oder? Jo. Wir hatten jetzt einen kompletten Regentag gestern. Haben wir alle Maschinen standen heute, also herzlich willkommen in einer neuen Folge. Und ich habe das Ganze mal genutzt, um zum Friseur zu fahren. Wir haben jetzt heute Vormittag ein kleines Interview gemacht bei Agrarvideos Schwaben, Leute. Da werdet ihr die ganzen Videos finden, auch zu dem ganzen T7, den wir euch jetzt gleich vorstellen werden. Ja, wir fahren ab heute Mittag weiter, dann sind die Flächen wieder vernünftig abgetrocknet. Ist schon wieder ein bisschen heiß, juckt schon wieder ein bisschen im Finger beim Hexerfahren. Noch habe ich nicht die Schnauze voll. Also noch ist es echt gut. Ist jetzt nicht so, dass man, oh, endlich wieder. Also ist jetzt so solide. Ja, wieder schön Hexler fahren. Aber ich denke, das wird in den nächsten paar hundert Hektar umkippen. Das hat jetzt aber auch der Tag frei ausgemacht, glaube ich, oder? Ein bisschen. Also nö, ich hatte noch nicht die Nase voll. Nicht? Nö. Du? Was? Also so. Meine Motivation war ja überschwänglich. Ungebrochen. Also, wir stellen euch mal kurz den T7 hier vor, den wir jetzt hier haben, den Martin fährt. Vielen, vielen Dank an New Holland, dass er uns zur Verfügung gestellt wird. Wir haben hier einen T7 230, das heißt 230 PS Maxleistung. So ein bisschen, einige Hersteller schreiben die Maxleistung, einige die Nennleistung dran. Bei New Holland ist es die Maxleistung. Bei Johnny zum Beispiel wird die Nennleistung rangeschrieben und die haben in der Tat mehr Bums, als eigentlich draufsteht. Genau. 230 PS. Auto Command heißt im Prinzip das stufenlose Getriebe. Ist doch stufenlos, oder? Ja. Genau. Das stufenlose Getriebe. Gucken wir nochmal dran, was wir hinten haben. Wir haben hier Kugelkopf. Ganz normal. Das war auch der, weiß gar nicht, habe ich das in den Videos gesagt, Leute? Der kam ohne Kugelkopf an, weil der auf der Autobahn verloren gegangen ist. Der ist wohl im Kofferraum oder irgendwo anders gelandet. Genau. Dann haben wir 4 Steuereinheiten und hier. Ich weiß gar nicht, ich würde vermuten, das ist Druck und das ist auf jeden Fall die Steuereinheit für Load Sensing. Das ist der Druck und das ist der drucklose Rücklauf, aber ganz genau, vielleicht sind die beiden auch getauscht. Auf jeden Fall Load Sensing hat er auch und er kann auch eine ganze Menge mehr. Wir haben den halt so ausstatten lassen, beziehungsweise unsere Wünsche geäußert und demzufolge ist er relativ wenig ausgestattet, sage ich jetzt mal. Dann gucken wir einfach mal rein in der Kabine. Ihr müsst verstehen, das ist nicht das neueste Modell, was wir jetzt hier bekommen haben, weil die Aktion relativ spontan war und wir auch eine feste Zeitvorstellung haben, wann wir das Ganze hier häckseln und drehen wollten. Deswegen ist es nicht das absolut neueste Modell, also beziehungsweise nicht das Modell, was wir vor kurzem auf den Creator Days gesehen haben. Also es ist kein HD-Modell. Aber den hätten wir fast bekommen. Wir hätten es, genau, wenn wir eine Woche später 10 Tage länger gewartet hätten, hätten wir den bekommen. Oh, die ist aber solide, die Kabine, oder? Also man muss ja sagen, es ist ja für unsere Verhältnisse ein relativ kleiner Schlepper. Also was mir aufgefallen ist, alles was du so anfasst mit den Händen und so, das ist wirklich wertig gemacht, also finde ich schon. Hier haben wir ein Lederlenkrad. Was mir jetzt beim Abfahren aufgefallen ist, ich bin jetzt da nicht der totale Crack, was Ackerbau und sowas anbelangt. Ich bin ja nur Abfahrer, aber was mir extrem geholfen hat, waren diese großen Spiegel. Also ich finde sie groß und das macht echt Spaß. Das ist eine gute Hilfe. Man sieht echt alles rum. Super angenehm. Auch dieser Hebel hier, der ist sehr massiv und den finde ich auch gut verarbeitet. Von der Daumenergonomie finde ich, könnte man vielleicht noch ein bisschen was justieren, aber das ist ja sowieso alles Geschichte, weil das ja das alte Modell ist. Genau, der neue ist bedeutend größer und hat bedeutend mehr Belegung drauf. Hier wäre halt hinten die Unterlenker, hier wären sicherlich frei belegbare Hydrauliken, so wie das aussieht. Das sieht aus wie eine Wendeautomatik hier und im Prinzip, oder beziehungsweise hier ein Vorgewendemanagement. So sieht das aus, so könnte ich das interpretieren. Und hier ist die Autopilotentaste, ne? Vorwärts, rückwärts, hier wahrscheinlich schneller, langsamer, wahrscheinlich entweder für ein Tempomat, oder? Also hier kannst du die 3 Fahrstufen hoch und runter checken. Ja. Und hier kannst du die jeweilige Fahrstufe noch feinjustieren. Ja. Und hier hast du den Tempomat für die jeweilige Fahrstufe. Das heißt, wenn ich jetzt Fahrstufe 2 habe und ich stelle da 30 km/h ein und drücke da drauf, dann beschleunigt er auf diese 30 km/h. Ja. Genau. Also im Prinzip 3 verschiedene Fahrbereiche mit 3 verschiedenen Tempomaten. Ja, wir können ja mal kurz anmachen, dann siehst du es halt. Genau. Ja, ich weiß schon, das hatten wir damals mit unserem T7000 so ähnlich. Der hatte aber nur 2 Bereiche. Ja. Das ist
Was? Eine Drehzahlbegrenzung? Die aggressiv eher am Gas hängt. Und ah. Kannst, also die Motordrehzahl kannst du damit hoch und runter fahren. Ah, okay. Hier haben wir das unabhängige Handgas. Ja, genau. Genau. So zu, also der Sitz ist mega. Der ist mir auf den Creator Days schon aufgefallen, Leute. Diese Sitze sind total couchig. Ja, und ich weiß nicht, ob der jetzt genauso in einem neuen Modell verbaut wird. Aber ich bin fast der Meinung, an den neuen Modellen war der etwas größer. Das kann sein. Und der hier war dann auch mit Stoff, glaube ich, bezogen. Ja. Aber das ist bestimmt alles Ausstattungssache. Ich glaube, das ist Ausstattungssache. Leder ist meistens immer ein bisschen teurer. Du hast hier die Lederausstattung. Mhm. Was auf jeden Fall, die neuen T7, die waren massiv viel größer in der Kabine. Wahnsinn. Da konntest du ja hier hinten zwei Bierkästen reinstellen. Was mir jetzt aufgefallen ist, das ist relativ hoch. Das gefällt mir wirklich gut. Vor allem, wenn du mal in irgendein Loch reinfährst und dann vielleicht dich mal ein wenig vom Sitz erhebst. Brichst du dir nicht gleich das Genick, das finde ich gut. Ja, das ist auf jeden Fall, man muss, ihr wissen, müsst wissen, Martin fährt auf Sport. Der fährt wirklich auf Sport. Und wenn es einen Race-Modus geben wird, hätte ich den auch. Was auf jeden Fall mega ist, ich habe das jetzt wirklich ausgiebig getestet, sind diese Boxen. Das mag jetzt für jemanden, nicht für jeden so interessant sein, aber für mich schon. Und da kannst du dich echt mal schön wegföhnen. Ich muss dir sagen, ich habe alle neuen Maschinen mit Soundanlage ausgestattet. Also der Fendt hat Subwoofer drin und Soundsystem, der 8R. Ich glaube, im Jaguar ging es nicht. Mhm. Aber überall, wo das Kreuz bei Soundanlage, habe ich einen Haken gemacht. Brauchst du einfach dieses Klangerlebnis. Und wir wohnen ja hier drin. Also wir sind ja mehr hier als zu Hause auf der Couch. Und deswegen bin ich der Meinung, dann sollen die Leute sich auch wohlfühlen, die Mitarbeiter wohlfühlen und es kostet ja jetzt auch nicht die Welt. Und für Fahrkomfort kann man auch ein bisschen Geld ausgeben. Ja, und das hast du ja immer dann. Also, wenn du das nicht gescheit ausstattest, dann ärgerst du dich ja über Jahre darüber. Genau, da seht ihr, 64 Stunden hat er. Ist noch relativ jungfräulich. Der kam mit 7 Stunden. Also, Martin ist schon ein bisschen gefahren. Ja, so sieht im Prinzip das Display aus. Aber ich weiß gar nicht, ob wir darauf eingehen, weil das im Prinzip bei den neuen Modellen alles anders ist. Also, das neue Display ist wirklich... Kannst du nicht vergleichen mit dem jetzt? Nee, definitiv nicht. Und wir haben es ja auf den Creator Days vorgestellt. Wenn nicht, guckt einfach nochmal bei mir oder bei Martin rein in den Videos von den Creator Days. Da haben wir euch die neuen Bildschirme gezeigt. Was ist denn Spaß? Das hat der Dominik extra für uns konfiguriert. Ach echt? Ja, er hat mir im Vorhinein wirklich... Ach, da viel Spaß. Ja, also er hat das Menü geändert extra für uns. Und das war ein richtig cooles Gimmick. Ja. Da hat er mir im Vorhinein auch ein Foto geschickt und das fand ich auch immer cool. Ich schaue da immer gern drauf und erinnere mich immer toll an den Dominik. Ja, das ist mega. Wenn alles klappt, dann gibt es vielleicht noch bei mir in den Videos ein T8 oder ein T7 in der Zukunft mal zur Vorstellung. Die Jungs von New Holland haben nämlich in den Kommentaren gelesen, bei den Creator Days, was ihr gerne möchtet. Und demzufolge haben sie gesagt, sie sind da bemüht, mal was vorbeizubringen. Genau, das wäre erstmal so eine kurze Vorstellung aus der Maschine. Wie gesagt, mehr glaube ich brauchen wir erstmal nicht vorstellen, weil wir hier nicht die aktuelle Generation haben. Du wirst den aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen fahren, oder? Fährst du den? Ich persönlich selber? Ja. Ich glaube, ich habe keine Zeit. Ich glaube, ich steige vom Hexer und muss direkt auf die Drillmaschine rauf. Alles klar. Bisschen schade, ich wäre gerne eine Runde damit gedüst. Du bekommst ja bestimmt noch mal einen. Also ja. deine Community wird da auf jeden Fall bedient, glaube ich. Genau. Und ja, großes Danke an New Holland. Das haue ich jetzt einfach mal hier rein. Ich wollte es auch gerade sagen. Dann gib Gas. Genau, also vielen, vielen Dank an New Holland und an Dominik und Steven und die ganzen Leute hinter New Holland, die das hier möglich gemacht haben. Vielen Dank an Martin, auch das ganze Projekt, ne? 2 Wochen herzukommen, einen Urlaub zu nehmen und einfach eine Runde mitzufahren, weil man Bock drauf hat, ist schon geil und vielen, vielen Dank. Und Martin ist auf diesem Wege auch gerne wieder eingeladen für solche Projekte. Ich habe es ihm schon gesagt, er kann auch mal eine Woche Güllekutschen kommen. Von daher vielen, vielen Dank. Die Nase ist auch ganz geil, wenn man hier so drin sitzt. Vor allen Dingen auch hier mit den kleinen High-Kiem so ein bisschen, ne? Man hat ja fast das Gefühl, man fährt hier eine aggressive Maschine. Ja. Oh, sieht aber nicht hässlich aus, echt nicht. Die Front. Für so einen kleinen Trecker. Das Ding ist so, Martin meinte letztens auch, Mensch, der Trecker ist eigentlich so groß, aber und hinter all oder neben all dem, was hier so fährt, ist das einfach ein kleines Ding. Ja, das ist wirklich so. Aber wir hatten ja schon die Devise, es ist gerade auch bei der schlechten Straße,
Fehlende kmh, weil der ist auf 40 gedrosselt, fehlende kmh werden einfach durch Wahnsinn ersetzt. Ja. Schwäbischen Wahnsinn, und den haben wir wirklich gehabt. Genau, wo Leistung fehlt, regiert der Wahnsinn. Genau. Und der ist ja wirklich auch Sport gefahren, auf der schlechtesten Straße Deutschlands. Ja. Ich zeig euch nachher gleich die schlechteste Straße Deutschlands, da werden wir da hinfahren. Ich würde sagen, bis dahin erstmal, und wir sehen uns nachher gleich wieder. Ciao. So, da sind wir wieder, Leute. Ich habe gleich einen Termin. Wir haben schon angefangen zu häckseln, wir sind schon 2 Stunden dabei und habe jetzt mit Detlef durchgetauscht, weil Detlef jetzt den Häcksler fährt und ich habe gleich einen Termin. So, wir haben hier die schlimmste Straße Deutschlands. Alter Falter, Leute, ihr könnt gar nicht euch vorstellen, wie schlimm diese Straße ist. Wir haben das vorhin schon drüber gesprochen. Ich meine, wir sitzen jetzt im 900er Fendt und das Ding ist ja wirklich sehr, sehr komfortabel. Hier geht's eigentlich mit dem Ding, aber ich sag mal, mit allem anderen, was schlechter federt, Alter, ist das Ding hier die Hölle. Detlef ist, glaube ich, auch gefühlt der Einzige am Tag, der nach diesem Weg noch mit guter Laune hier aussteigt. Alle anderen haben so ein richtiges Hassgesicht. Ah, Mann, Leute. Das ist so furchtbar hier, der Weg. Ah. Vorne steht der rote Baron, der ist liegen geblieben. Weiß auch nicht, Leute, warum. Aber wir werden das gleich rausfinden. So, der rote Baron sagt, er nimmt kein Gas mehr an. Hier haben wir Martin. Ciao, Hannes. Bei Martin nimmt er noch Gas an, Leute. Da nimmt er noch richtig Gas an. Aber was eigentlich? Oh, wie Müll, der da schon wieder liegt. Die Leute beschweren sich über Umweltverschmutzung der Landwirte. Aber ey, hier hängt an jeder Ecke Müll. Die schicken, also da werden die Kühltruhen in Maisfelder geschmissen und was. Ich habe schon alles gefunden, Leute. Müll und Couch und was nicht alles hinter jeder Ecke. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich sag euch das. Überall muss immer Müll rumliegen. Jo, dann gucken wir erstmal gleich zum Silo. Die pflücken hier ein paar Äpfel. Haben wir mal locker abgegrüßt. Dann gucken wir mal zum Silo und dann zeige ich euch da mal, wie das da aussieht. Theoretisch kommen da noch ungefähr 40 Hektar rein, eventuell noch ein bisschen mehr. Ich erzähle da euch dann gleich aber am Silo, das weiß ich noch nicht, das entscheidet sich heute Nachmittag. Bis dann erstmal. So, sind wir angekommen. Zapfwelle einschalten. Drehzahlruf geben. Und dann machen wir die Klappe auf. Also deswegen auch die Zapfwelle übrigens, Leute. Das Ding hat ein eigenes Hydrauliksystem an Bord. Dann machen wir hier die Klappe auf. Und dann geht's raus. Dann schieben wir das Ganze ab. So sieht das Silo jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, gut erkennen. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich glaube, das sind 8000 Tonnen jetzt oder so. 7 auf jeden Fall. 7,5 vielleicht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel hier lagen. 2000 kommen wohl noch. Ein Stück vorfahren. Und je nachdem, eventuell kommen noch mal 2000 mehr, die ich einfach mal bei mir einlage und die im Winter mein Nachbarbetrieb holt. Also über die Hälfte kommt ja normalerweise, geht ja zu mein Nachbarbetrieb als Rinderfutter. Aber der hat dieses Jahr selbst sehr viel in seinem Silo, sodass ich vielleicht ein bisschen was für ihn einlager. Gut, ich muss mal kurz was mit Sebastian sprechen. So, dann geht die Fahrt wieder ab und Sebastian schiebt das Ganze jetzt hoch. Und dann wird das schichtweise sozusagen immer eine Zentimeterschicht, macht der Gute da vorne mit seinem Schiebeschild, aufgetragen. Dann wird das festgewalzt, dann wird sozusagen die Luft rausgepresst. Das ist ein sauerstoffabgeschlossener Prozess. Und ja, demzufolge siliert das, also ähnlicher Prozess wie beim Sauerkraut. Also Milchsäurebakterien wandeln den Zucker in den Pflanzen in Milchsäure um und durch die Absenkung des pH-Werts wird das Ganze stabil. Und damit wird halt Tierfutter oder Futter für die Biogas konserviert. Ganz interessante Frage gestern war, lohnt sich das überhaupt? Wie viel Energie bekommt man eigentlich aus dem Ganzen raus? Oder könnte man einfach auch die ganze Zeit einen Dieselgenerator laufen lassen und Strom erzeugen? Das sind jetzt erstmal gerundete, überschlagene Werte. Also wir brauchen von der Aussaat bis jetzt zur Ernte und wenn es fest sind, liegt im Silo ungefähr 1,7 bis 2 Liter Diesel pro Tonne. Und wir pro Tonne können wir 600 etwa, liegt nach Energie, aber das sind so gerundete Werte, etwa 600 Kilowattstunden
600 Kilowattstunden Strom und 600 Kilowattstunden Wärme erzeugen, also 1,2 MW haben wir letztendlich. So, also das wäre es ungefähr, da könnt ihr euch was drum vorstellen. Und das, was dann an CO2 in der Biogasanlage freigesetzt wird, das ist das CO2, was vorher die Pflanzen aufgenommen haben. Also von daher, wenn dann noch die Fahrzeuge theoretisch mit dem Methan aus der Biogas, welche erzeugt, also was die Biogas erzeugt, fahren würden, dann wäre es tatsächlich ein geschlossener CO2-Kreislauf. Das wäre natürlich immens krass. Vielleicht ist es, kriegen wir das in Zukunft hin, vielleicht schaffen wir sowas. Werden wir sehen, aber die Möglichkeit würde bestehen. Da könnt ihr euch erstmal etwas drunter vorstellen und je nach Ernte können wir sozusagen, ja, rechnet euch das aus. Wir haben jetzt das Stück, was wir da gerade ernten, hat 64 Tonnen auf dem Hektar mal 600 Kilowattstunden Strom. Das ist schon was. Da kommt schon gut was bei rum. Ja, soweit erstmal. Ich arbeite jetzt meinen Termin ab. Heute mal wieder ein kleiner kurzer Einblick. Ich glaube, wir haben euch den T7 vorgestellt. Jetzt habt ihr einmal kurz das Silo gesehen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Jetzt fährt erstmal 2-3 Stunden mein Fadi. Und dann in der nächsten Folge gucken wir uns im Klaas Häcksler das CMOS Auto Performance an, also die automatische Vorschubregelung. Wie gut funktioniert das? Ist das was? Ist das wirklich gut? Gucken wir uns beim nächsten Mal an, Leute. Also bis dann. Ciao, ciao. Another cause and I am going places makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a to me. To me.